Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch ein Objekt, welches schon längst abgerissen werden sollte und dann doch nicht und hin und her und naja, ihr wisst ja, wie das eben läuft. Warum, wieso und weshalb alles heute so aussieht, wie es eben aussieht, erfahrt ihr wie üblich gleich von mir in den kommenden Minuten. Solltet ihr nach dieser Folge noch Lust auf viele weitere haben, dann schaut doch gerne mal auf unseren Kanal, dort werdet ihr mit Sicherheit fündig. Aus diesem Grund lohnt es sich auch, uns zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos wie dieses hier zu verpassen. Schon erledigt? Dann geht es nun rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch ein ehemaliges Möbelhaus. Zugegeben ist so ein verlassener Ort einer von denen, die man nicht allzu oft findet und auch für uns war so eine Location eher ungewöhnlich. Ebenso war ich erstaunt, dass man doch so viel über den Werdegang der Firma nachlesen konnte. Das hing wohl mit dem Schaden zusammen, dazu aber später mehr. Der Ursprung dieser Anlage geht bis auf die frühen 90er Jahre zurück, als der süddeutsche Ulrich Zick, welcher bereits als Handelsvertreter für einen Polstermöbelhersteller tätig war, den richtigen Riecher hatte. Vermutlich nutzte Zick die Gunst der Stunde oder vielmehr die Not der Bevölkerung als in Anführungszeichen geniale Geschäftsidee aus, denn nach der Wende strebten die Menschen nach neuen Sachen. Dazu zählten nicht nur Elektronikgeräte, Kleider und Konsumgüter, sondern der Wandel der Zeit sollte auch in den Wohnungen stattfinden. Das Thema DDR sollte in den Wohnstuben verschwinden, zumindest bei den jüngeren Bürgern des einstigen Arbeiter- und Bauernstaates. Selbst heute findet man noch vereinzelt ältere Herrschaften, die in der Häuslichkeit ausgestattet sind, als wäre das Thema DDR nie beendet worden. Im September 1990 beginnt diese Geschichte. Innerhalb weniger Jahre wuchs die Firma bestehend aus nur anfänglich 5 Mann und einer Filiale in der Nähe von Dresden zu einer Firmengruppe mit mehreren Standbeinen, etlichen Filialen und über 1000 Mitarbeitern. Verteilt wurde die Gruppe auf 3 Themengebiete: die Polsterwelt, Küchenwelt und Möbelwelt. Letzteres ist übrigens hier zu sehen.
Neben den Hauptstandbeinen gab es noch die Bereiche Fliesenwelt, Bäderwelt, Elektrowelt und Bürowelt. Merklich profitierte man von der Kauflust und dem Aufschwung der frühen 90er Jahre. An allein 51 Filialstandorten fand man die Küchenweltsparte der zig Unternehmensgruppe. Insgesamt geht man von rund 100 Standorten aus, die hauptsächlich über Ostdeutschland verteilt waren. Vor allem in Sachsen und Thüringen, aber auch in Brandenburg und Berlin bis nach Mecklenburg-Vorpommern erstreckte sich das Verkaufsgebiet. Mit dem hier gezeigten Möbelhaus erreichte die Firma 1997 wohl ihren Höhepunkt. Das dreietagige Gebäude stand auf einem 8 Hektar großen Grundstück und umfasste 18.000 Quadratmeter Nutz-, Verkaufs- und Ausstellfläche. Es war damit eines der größten und modernsten Vollsortiment-Warenhäuser Sachsens und Ostdeutschlands seiner Zeit. Es gab Rolltreppen und barrierefreie Zugänge, eine ganze Menge Parkplätze, moderne Lüftungsanlagen, Lastenaufzüge und ein Riesenlager als Anbau hinter dem Objekt. Vermutlich das Zentrallager, aber das ist nur eine Vermutung. Der Firmenumsatz belief sich jährlich auf etwa 300 Millionen D-Mark, doch bereits 1998 machte sich der Rückgang der Nachwende-Euphorie drastisch bemerkbar. Die Firma bekam schnell finanzielle Schwierigkeiten und musste noch im selben Jahr die damalige Gesamtvollstreckung, also das damalige Insolvenzverfahren, beantragen. Das hier gezeigte Gebäude gehörte allerdings nie der ZIG-Unternehmensgruppe, sondern war lediglich an diese vermietet. Realisiert wurde das Objekt durch die Kölner Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft Eberts und Partner, die den Standort über einen Immobilienfonds finanziell möglich machte. Von der Insolvenz waren rund 1.100 Mitarbeiter betroffen. Hoffnung auf Arbeit gab es zumindest für den größten Standort, den wir hier sehen. Übernommen wurde das Objekt von Megamöbel, die das Haus auch im ursprünglichen Sinne weiterhin nutzten. Ob und wie viele Mitarbeiter tatsächlich übernommen wurden, fand ich nicht heraus, aber ich denke mal, das wird hier auch die Auflage gewesen sein, um das Objekt weiterhin zu betreiben. Die Freude sollte allerdings nicht allzu lang anhalten. Schon 2008 kam auch hier das Aus, wieder Insolvenz. Ich denke mal, dass der Standort nun nicht mehr ansprechbar war und ein Umzug sinnvoller gewesen wäre, aber wie sollte man mit so einem Klotz am Bein umziehen? Ab 2004 nutzte ein Industrieverwerter die großen Räume für etliche Versteigerungen. 2009 stand eine Neunutzung als Veranstaltungsort speziell für größere Partys im Raum, welche allerdings durch den Eigentümer wegen Brandschutzbedenken verworfen wurde.
Auch eine Kartbahn, die durch den Sohn von Rennfahrerlegende Uli Melkus betrieben werden sollte, hätte hier 2011 entstehen können, was letztlich aber nie realisiert wurde. 2012 trennten sich dann Eberts und Partner von dem Objekt. Zwischenzeitlich hatte das einstige Möbelhaus mit den Lagern im hinteren Bereich und weiteren älteren Nebengebäuden, unter anderem auch Zicks erste Filiale, durch Vandalismus, Metalldiebstahl und diverse Einbrüche erheblichen Schaden genommen. Wenn es sich nicht schon wieder geändert hat, ist die Immobilie seit 2013 in Besitz einer Leipziger Immobilienfirma. Diese hatte vor allem mit der Gemeinde den Kontakt gesucht, um das Areal komplett zu beräumen und dort anschließend eine neue Oberschule inklusive Sportplatz und Sporthalle zu errichten. Leider konnte man sich letztendlich nicht auf einen Preis einigen. Heute steht die Schule und das Möbelhaus in Koexistenz nebeneinander. Lediglich eine Straße trennt die Grundstücke. Was für ein Unsinn, wie ich finde. Weitere Ideen blieben leider aus. Eine Vermietung ist bei dem aktuellen Zustand kaum noch möglich. Ein Abriss fast schon unumgänglich. Die Aufnahmen sprechen, denke ich, für sich. Viele riesige Räume, nur wenig erinnerte an die leider nur kurzen guten Zeiten. Der Haupteingang wurde mittels Gasbetonstein vermauert, doch auch hier wurde in dieser unbewachten Gegend ein Weg gefunden, um in die Anlage gewaltsam einzudringen. In einem Artikel las ich, dass Unbekannte mit einem Bagger im Februar 2020 die Mauer ringsum zum Einsturz brachten, als sie nach was auch immer dort baggerten. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Vielleicht hatte man einfach doch zu wenig versucht oder man war in den ersten Jahren nach dem Möbeldesaster einfach zu wählerisch mit der Neunutzung. Was hättet ihr aus dem Objekt gemacht? Gleich platt gemacht oder einen Veranstaltungsort so wie auch vorgeschlagen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Übrigens wurde Zick nach der Insolvenz vom Landgericht Dresden wegen Veruntreuung von Geldern in 10 Fällen zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Der Schaden belief sich auf etwa 920.000 Euro. Auch die Commerzbank, die Hamburgische Landesbank und die beiden Söhne bekamen eine Mitschuld. Insgesamt trugen rund 7.500 Kunden einen Schaden von mindestens 80 Millionen Euro davon. Wenn man den Schaden beziffert und sieht, wie hoch die Strafe ausfiel, ist es nicht zu glauben. Wart ihr schon einmal hier oder gehört vielleicht auch zu den Geschädigten von damals? Lasst es mich doch wissen, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von diesem Video mit noch einigen vielen Bildern. Vergesst nicht, dem Ganzen hier einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, holt ihr das jetzt am besten nach. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.
Thank you.